Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von Vox. Diesmal die Version 0.43. Ja, es gab ein paar kleine Updates. Ja, 042, 043, 042 habe ich leider ausgelassen. Das ging so schnell, da kam schon das nächste Update. Ja, ich wollte eigentlich nur mal kurz zeigen, was neu ist, beziehungsweise was ich jetzt so herausgefunden habe. Es ist eigentlich nicht viel. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier keinen Sound habe. Gut. Ist alles mal ein bisschen leiser. Ja, was ich schade finde, mein Charakter, den ich mir mal erstellt hatte, der ist schon wieder futsch. Aber wir haben ja so einen Standardcharakter, wenn wir das Spiel kaufen. Von daher, der bleibt scheinbar immer, nur die anderen verschwinden. Ich weiß nicht warum. Deswegen lohnt es sich irgendwie nicht, einen Charakter zu erstellen, der dann sowieso wieder weg ist. Vielleicht ist es mein Fehler, dass ich das irgendwie nicht korrekt speichere. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jedes Mal weg. So, dann werde ich jetzt mal kurz starten. Meine Karte ist noch da, TJ, und die Tutorial-Karte auch. Soviel ich weiß, gab es eigentlich mehr oder weniger nur Stabilität und Performance Updates. Also es stürzt auf jeden Fall definitiv jetzt so gut wie gar nicht mehr ab. Ein paar Sounds wurden hinzugefügt. Und okay, ich habe jetzt wieder Frame-Einbrüche, seh ich gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Aufnahme dann auch zu sehen ist. Ich habe wieder nur 9 Bilder pro Sekunde. Nehmen wir mal, das werdet ihr dann auch sehen. Aber wenn ich nicht aufnehme, ist das Spiel schon relativ stabil. Es ist einfach ressourcenfressend, das Spiel. Also wirklich. Normal läuft es echt flüssig mittlerweile. Und ja, was wir auch nicht mehr haben, ist mir aufgefallen, wir haben, glaube ich, unseren Zauberstab nicht mehr. Der wurde hier rausgenommen. Dann nehmen wir mal hier noch ein Schwert. Stelle die Grafik mal etwas runter. Damit es bei mir jetzt ein bisschen flüssig läuft. Wenn ich denn mal ins Menü komme. Options. Schatten machen wir aus. Was war das? Lightning. Brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das sieht jetzt zwar ein bisschen komisch aus, das Spiel, aber für die Aufnahme reicht's. So kann ich wenigstens ein paar Frames rausholen. Ja, gut. Ja, was ist noch, was ist mir noch aufgefallen hier? Ich glaube, das war vorher auch nicht. Da kann man jetzt hier Klamotten, also Crafting. Also kann man hier Klamotten herstellen irgendwie. Halt Silberbarren, Goldbarren etc. Ja. So. Was ich immer noch schade finde, es gibt immer noch keine Karte im Spiel. Also wie ich ja schon im letzten Let's Play sagte, unser einer, also ich habe da total Probleme, was die Orientierung betrifft. Also ohne Karte finde ich hier nicht zurecht. Wenn ich jetzt hier irgendwo eine Quest annehme. Nehmen wir mal hier Melinda. Quest akzeptiert. Ich soll 3 Blumen pflanzen. Was war hier eigentlich? Weiß ich nicht, wofür das ist. Kann ich irgendwie Sachen am Tisch legen, keine Ahnung wofür. Gut, dann pflanzen wir jetzt einfach mal hier die Blümchen. Das kann man ja wenigstens hier in der Gegend machen.
Moment, ich warte mal eben hier. So. Zack. Zack. So. Eins, zwei, drei. Quest erledigt. So, wo war der hin? Excellent. Thanks. Quest completed. Ja, gut. Wie gesagt, also ich... was es jetzt so noch an Neuigkeiten gibt, weiß ich jetzt nicht so. Ich meine, es läuft, was ich toll finde, es läuft normalerweise ohne Aufnahme wirklich schon richtig gut, flüssig. Finde ich total toll. So, dann reden wir jetzt mal hier mit dem Tobi. Simple Collection. Fünf Kappa Nuggets. Wir hatten noch hier, da hinten hatten wir doch Erz. Mal gucken, was das hier ist. Ist das schon das Kappa Nuggets? Keine Ahnung. Dafür brauchen wir jetzt unsere Pickaxe. Das ist auch ein bisschen umständlich noch, finde ich. Dass man das alles so hier reinpacken muss. Ja, haben wir schon erledigt, die Quest. So. Quest completed. So, was möchte denn unser Dave von uns? Of course. A random quest. Acht Bienen killen. Da oben haben wir eine. Und danach gehen wir dann mit Sicherheit wieder viel zu weit aus dem Feld, dass ich wieder nicht mehr zurückfinde. Aber wir probieren es einfach mal kurz aus. Was auch interessant ist, man kann mit rechter Maustaste auch welche hier halt die Leute mitnehmen. Und vermute ich mal, dass sie einem dann auch im Kampf helfen. Na. Komm. Zack. So. Haben wir jetzt den Dave und den Tobi. Nehmen wir die mal mit. Da oben haben wir schon eine Biene. Ich bleib jetzt schon mal da irgendwo hängen. Ah, geht weiter. Gut. So. Dann brauchen wir jetzt mal Pfeil und Bogen. Sehen. Ist gar nicht drauf geachtet. Da ist sie doch. Mal schauen, ob wir sie erwischen. Ja, irgendwie machen unsere Freunde nichts. Vielleicht ist es auch so, dass es auch noch nicht so funktioniert. Und der Delf kommt gar nicht hinterher. Er hängt da irgendwo. Ach, was soll's. Da wollen wir jetzt. Mal ein bisschen schauen hier. Wenn wir jetzt hier irgendwie einen angreifen, mal schauen, ob unser Tobi uns hilft. Tobi ist der Nahkämpfer. Sieht nicht so aus. Er bleibt einfach doof da stehen. Aber vielleicht muss ich dem auch, wie gesagt, irgendwie sagen, hier, greif an. Aha. Wenn wir ihn anvisieren. Hm.
cool, dass ich den so toll treffe. Aber Tommy hilft uns bestimmt. Knochen. Ja. Na. Da möchte doch noch einer. Aber ich sollte mal weglaufen, ich habe kaum noch Energie. Ah, eigentlich brauche ich nicht weiter zu spielen, was lohnt sich irgendwie noch nicht, finde ich persönlich. Also es muss noch etwas an die an der Performance gearbeitet werden, finde ich. Ja, unser Kollege zopft sich gerade mit dem Skeleton Archer, glaube ich. Und der Dave, der hängt hier unten irgendwo in der Wand fest. Ach, der ist irgendwie vergraben oder so. Was haben wir denn hier eigentlich? Ach, hier können wir dann Sachen herstellen. Truhen, eine Laterne, Rocket Boots, Iron Shield, Iron Sword. Interessant. Aber es ist halt noch wenig Auswahl. Ich weiß nicht, ob man irgendwo noch Rezepte findet oder irgendwas, keine Ahnung. Befasse mich erst genauer damit, wenn es ein bisschen schneller läuft, auch in, was die Aufnahme, wenn in der Aufnahme, wenn es ist einfach noch zu langsam. Und wenn es die Karte gibt. Was ist eigentlich jetzt mit den Blumen? Können wir die jetzt wieder aufsammeln? Ne, die können wir einfach nur pflanzen wahrscheinlich und gut ist. Okay. Ja, das war's. Mehr brauche ich wie gesagt nicht zeigen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Update. Ciao!